Mahlzeit, Leute. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Ich bin übelst gut gelaunt in diesem Montag. Ich wurde nämlich nach Hause geschickt von der Arbeit, weil... Alter Einheit, alles okay? War dir das Training zu hart? Ja, mir geht's gut. War eine harte Einheit, passiert. Okay. Denkst du, dein Einsatz reicht bereits aus, um in dieses Team zu kommen? Ist doch kein Drama. Ich mach halt etwas langsamer. Ich weiß, dass du viel zu tun hast nebenher. So wie bei vielen Spielern in unserem Team. Aber die stellen immer den Fußball in den Mittelpunkt. Also nimm dir ein Beispiel daran. Okay. Und damit Mahlzeit, Leute. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wie wir gerade gesehen haben, ist unser Trainer nicht so ganz von uns überzeugt. Wir sind ein bisschen abgehoben, habe ich das Gefühl, hier mit Alex Hunter. Und zwar aufgrund unseres, Hypes in den Medien, sage ich jetzt mal. Wir fangen heute an mit einem kleinen Spiel gegen Marseille, also wieder Champions League. Und ich heute mal ohne meine Hohlraumversiegelung. Auch mal gucken, wie mir das Ganze bei diesem Spiel hier zugutekommt. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall irgendwie ziemlich hohl aus, dass er diese komischen weißen Handschuhe da anhat. Vielleicht werde ich das in der nächsten, bei der nächsten Gelegenheit mal ändern. Spieltag Nummer 5. Neigt sich die Vorrunde der UEFA Champions League dem Ende zu. Wolfuß und Frank Buschmann werden Champions League Vorrunde leiten und wir sind alle sehr gespannt, was sich die Real gegen Hinsicht ausgedacht haben. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Madrid gegen Olympique Marseille. Und jetzt okay. Den Ball. Da wollte ich den Ball schon mal so ein bisschen Real Madrid also in die heftiger nach vorne treiben hier mit heute im 4-3-3 an Buschi. Schönen Pässen. Es ist natürlich eine sehr Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Abgepfiffen. Ja, ist mir schon klar. Dass man das auch immer sieht, wie man selber ins Abseits läuft und man kann nichts dagegen machen. Und wollen wir mal reinlegen, das Teil. Naja, wenigstens haben wir den Ball getroffen mit dem Kopf. Wie wir den angenommen haben, ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden. Oder brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das nicht so schön war. Fängt diesen Ball ab. Und ab nach unten. Spielt den Ball in den Ab nach oben und. Oh. Den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus. Da passt der Torhüter klasse auf. Da hätte Hunter fast den Ball noch reingekriegt. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, wir wollen mal gucken, dass wir hier das Spiel ein bisschen besser aufgebaut kriegen. Und warten auf die Lücke. Abwehr wird das nicht leicht. Und da ist der Ball wieder weg. Da unten. Bale. So, nach dieser Reingabe. Den habe ich aber nicht kommen sehen, du. In der UEFA Champions League ist für Real Madrid. Das war knapp. Dafür ja nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu größeren Zielen. Und eines dieser Ziele kann man heute erreichen, nämlich das Weiterkommen in die K.O.-Runde. Das Weiterkommen in die K.O.-Runde. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von den vielen, die ich in diesem Kapitel hier habe. Ich denke mal, dass sie mittlerweile in dem Kapitel auch so fortgeschritten sind, dass das Ganze bald ein Ende nimmt. Kim Hunter ist... Ist quasi das könnte die Chance werden. Im WM-Spiel vorwärts gekommen, weitergekommen. Sind schon in der K.O.-Runde. Danny Williams, glaube ich, auch. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Das wäre es gewesen. Am Ende knapp. Was hat er gesagt? Pam. Wie es aussah, ne? War cool. 6,1. Unsere Bewertung an dieser Stelle, wir haben eine halbe Stunde gespielt, gucken, dass wir hier ein Tor reinlegen mit dem Kollegen, ne? Damit der Trainer auch mal richtig viel von uns hält. Aber ich glaube nicht, dass der richtig viel von uns hält. Weil so wie der jetzt die ganze Zeit mit uns umgesprungen ist,
gibt es keine gute Meinung von uns. Und Isco. Lauf doch nach vorne. Marcelo jetzt. Oh, und jetzt ist der Ball geklärt. Zu knapp. Asensio. Komm. Oh. Jetzt schießt er. Oh, und nochmal. 6,6, das hat unsere Bewertung ein bisschen gut getan. Ja, aber mehr auch nicht. Toni Groß. Oh. Und Hunter. Wird's jetzt gefährlich. Ganz souverän. Oh, 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 pff, oh, was? Was war das denn, Mann? Torhüter hat ihn richtig mitgenommen. Modric, jetzt Groß. Oh. Da ärgern sie sich. Oh, ich habe ein bisschen Husten hier. Oh, komm. Ocampos. Mitrolu. Tovar. Komm schon. Der Schuss hat doch einiges gefehlt. Das war close. Das war sehr, sehr close. So. Gucken mal weiter. Schön den Ball abspielen. Ja, ja, schwacher Ball hier. Erste Halbzeit ist durch. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Alles klar. So, die erste Halbzeit. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, hier auf Unentschieden rauszukommen. Wir gehen wieder. Ich glaube, das geht doch gar nicht. Durchgang 2 läuft am 5. Spieltag in der UEFA Champions League. Und bisher also, ist das hier ein richtig starker. Mit Sicherheit wäre es dann Verlängerung und Elfmeterschießen. Modric. Luka Modric jetzt. Auf jeden hat er den gefoult, Mann. Freistoß für Real Madrid. Wie aussieht, ne? Der Zinken, Alter. Mach das nicht nochmal. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Sieht irgendwie böse aus, der Typ. Hier auf ein offenes Wort. Ein offenes Wort? Ja, wie machen wir's? Kommen wir hier vorbei oder was? Oh! Komm schon! Oh! Oh Mann, ey! Das wär's gewesen. Es gibt Einwurf für den. Das wär's gewesen. So ein Scheiß. Asensio. Und Isco. Oh, hätte ich mich nur umdrehen müssen. Vielleicht hätte ich den anderen annehmen sollen. Ich weiß nicht. Oh. Ach du Scheiße. Apropos Gustavo. Ich hatte heute Morgen schon im Kopf, dass die neue Folge von Saul am Start ist, aber die Kacke ist schon vorbei. Marco Asensio. Einwurf. Was war das denn für ein Eierpfeile hier, ey. Und das ist natürlich super Pass. Hereingabe. Glanzparade. Oh, Alter. Was für ein Wahnsinnsreflex. Das wär's gewesen, Alter. Das wär's gewesen. Jetzt Alexander. Nee. Ball kam gut, aber schade. Ist die Gefahr bereinigt. Das war zu wild. Isco jetzt. Der Ball zu Hunter. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. 7,3 die Bewertung hier an dieser Stelle mittlerweile. Ich bin ein bisschen scharf drauf, wie man sieht. Kommen heute richtig gut an. Könnte was werden. Boah. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Das wäre ein Kandidat. Ich muss es mehr mit Weitschüssen versuchen. Das Tor des Monats gewesen. Was für ein Distanzschuss. Ja. Eine richtig knappe Kiste. Aber wir haben ja unseren Kollegen Kroos am Start. Der kann das auch ganz gut mit den Weitschüssen. Da werde ich das Ganze gleich mal hier einleiten, ey, ohne Scheiß. Modric. Jo. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ausgerutscht mit Hunter, oder? Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch Marco Asensio. Jawohl. Das ist das erste Tor dieser Partie. Ja. Und jetzt ist die Freude mit Vorlage. Groß. Ja. Oh, um Gottes Willen. Ein wichtiges. Geil. Jo, Chancen hat. Guck mal da. Hat er mir den Ball direkt zugepasst. Doch die zeigen heute insgesamt. Hat er keinen Bock drauf gehabt, ne? Das war starker Fehler in der Champions League. Real Madrid hier also mit der. Das sollte nicht passieren. Trotzdem glaube ich, dass wir. Alter. Dass wir
eine Vorgabe hatten von unserem und Trainer. Den Ball hat er sich geholt. Die nicht angezeigt bekommen. Und somit auch nicht wissen, was wir zu tun haben. Moment, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Entschlossen geklärt. Aber Hunter stand frei. Hunter stand frei, ich hab's gesehen. Nur mal ein bisschen die UEFA Champions League ist natürlich oben, wollte ich sagen. Hauptziele von Real. Das macht diese Vorrundenpartie heute dann auch so interessant. Schön den Ball abgenommen. Wo steht Real aktuell? Na, schauen wir mal. Nur Marcelo. Das war schon nicht schlecht. Das war schlecht. Oh! Ja! Gute Chance für Real. Es gibt den Elfmeter. Boom! Und wir schießen mit Hunter, ich schwöre dir. Ja, 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 der ist doch umgefallen. Das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein. Schwalbe. Ganz genauso, guck mal. Wolf, beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Patz! Aber wir dürfen uns nicht verletzen. Das war bei FIFA. Das war bei FIFA 18 schon so. So, rechte Taste. Was ist für ein Einsteigen? Aus meiner Sicht mehr als grenzwertig. Ah, das muss man ein bisschen länger gedrückt halten. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Ach, die wechseln aus? Ja, krass. Alexander. So. Schützen wechseln, bitte. Alexander. B-Schuss. Und. Verwandelt von Hunter. Da ist es. Bats. Champions League Tor Hunter. Sauber versenkt. Den verwandelt er sicher. Gar kein Thema. Das war aber easy. Der Elfer für Alexander, oder? Guck mal. Nee, er zeigt keine Nerven. Gut, so, wir haben unser Tor geschossen. Das heißt, sollten wir irgendwelche Erwartungen von unserem Trainer haben, werden wir die mit Sicherheit jetzt erfüllt haben. Ein Wechsel deutet sich an bei das ist das, was ich eben sagen wollte. Oh! Hat er mir wieder den Ball abgenommen. Sanson. Oh. Haha! Hast du das gesehen? Den habe ich gerochen, Alter. Den habe ich gerochen. Mach mal hier so. Und Hunter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hunter! Oh! Alter Vater, Alter! Das Abspiel hier für Hunter. Oh, und wir. Ey, Junge! Was geht hier ab? Was für eine Rettungsstation. Erstmal den Pfosten, dann den Rückfallzieher, Seitfallzieher, Rückfallzieher. Sehr gute Passquote. Also oh, was haben wir hier denn? Den Ball habe ich mir falsch auf den Fuß gelegt anscheinend. Ballverlust. Oh. Wir spielen aber heute hier nicht schlecht, ne? Mit irgendwelchen Tricks, komischen Pässen und hast du nicht gesehen? So. Oh, da hat er den Ball wieder. Das wollte ich nicht. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Spielerwechsel bei Real Madrid. Ja, so, und ein bisschen zack, und jetzt müsst ihr gleich auch abpfeifen. Klasse Aktion, Ball ist eine Minute. Komm, die letzte Chance kriegt er nicht mehr. Mitrolu. Erst Luis Gustavo. Jetzt wird's gefährlich. Ha! Fängt diesen Ball ab. Und das war's. So, Schluss dieser Partie. Und Real sorry wegen meinem Husten. Aber das war auf jeden Fall mal ein nettes Spiel, alter Vater. Das war auf jeden Fall mal ein nettes Spiel. Und es sieht so geil aus, Mann. Die Leute hier reingelaufen kommen und alles. Ohne Scheiß, wo das noch hinführen soll. In FIFA, ich weiß auch nicht, ne? Wie siehst du das? Wenn das so weitergeht mit diesen Grafikkarten und mit diesen heftigen Erweiterungen, da sehe ich. Ja, VR-Fußball ist schon auf uns zukommen, Mann. So, was ist das denn hier? Local Visitante. 2:0 nach 90 Minuten. Ja, ich würde sagen, das war ein schönes Spiel. Wenn es denn mal hier weitergehen würde, vielen Dank. Es dauert irgendwie ein bisschen lange, eine Bewertung von 9,4. Das ist definitiv nicht sehr wenig. Das war schon richtig gut. Okay, wir gucken mal, was abgeht. 85er Bewertung insgesamt. Kommt vielleicht ein kleines Video noch an den Start. Mit unserem Mentorpartner sind wir jetzt nicht so geil aus der Geschichte rausgegangen, aber immerhin. Das Spiel war auf jeden Fall nett. Was haben wir jetzt hier noch am Start? Einen kleinen Trainingstag. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann heute von dieser Folge. War eine kleine, kürzere Folge. Ja, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Bis dann, Tschüssikowski.